Was geht ab, meine lieben Freunde? Als DJ, Schauspieler und Designer hat Jan Lake jahrelang unfassbar gut verdient. Doch jetzt erreichen den Berlin Tag- und Nachtstar immer mehr Hiobsbotschaften. Jan wirkt unfassbar emotional, als er seinen Instagram-Fans erzählt, dass das Finanzamt jetzt die Soforthilfen zurückfordert. Er muss der Behörde 9000 Euro binnen 2 Wochen zurückerstatten. Aus seiner Sicht ist es eine Riesensauerei, da er alles tut, um wieder auf die Beine zu kommen. Doch es werden ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt. Hochemotional berichtet er auch, dass sein geliebter Hund schwer krank sei. Aber immer wieder spricht er sich und allen, die eine schwere Zeit durchmachen, Kraft und Mut zu. Jan geht mit seinen Fans stets sehr offen um und teilt mit seinen Fans nicht nur schöne Momente. In der Vergangenheit hatte er seinen rund 92.000 Instagram-Fans berichtet, dass er auch an Burnout und Depressionen leide. Im Anschluss kommt das Statement, aber auf jeden Fall wünsche ich ihm in dieser schweren Zeit nur das Beste und hoffe, dass er diese schwere Zeit gut durchsteht. Peace out. Moin. Kleiner Schwenk aus dem realen Leben. Weit weg von irgendwelchem Influencer-Dasein und schönen Urlaubsbildern. Wir leben in einem Land, in dem einem Hilfe verkauft wird, die aber gar keine Hilfe ist. Denn ich habe eben gerade den Briefkasten aufgemacht und die Hiobsbotschaft hat mich erreicht, dass ich binnen von 2,5 Wochen 9.000 Euro meiner Corona-Hilfe, die ich bekommen habe, zurückzahlen soll. Die Hilfe habe ich bekommen, weil ich seit 2 Jahren nicht auf der Bühne stehen kann, / darf. Also es ist ja nicht so, dass wir Künstler und auch viele, viele andere, ich möchte mich da jetzt gar nicht irgendwie als wichtiger deklarieren, dass so viele Menschen und gerade selbstständige Unternehmer irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen. Und dann wird uns Hilfe angeboten. Und natürlich halten wir uns an diesem Strohhalm fest. Und ich bin sogar einer, ich habe all das Geld immer versucht sofort zu investieren, um halt eigenständig wieder auf die Beine zu kommen. Und mir wurde halt die Bühne weggenommen und ich habe versucht, mir meine eigene Bühne zu erschaffen in Form von Streaming. Ich bin großes Risiko eingegangen, auch mit dem Umzug hier. Und habe halt immer versucht, meiner Leidenschaft weiter. Und, sorry. Also das macht mich einfach nur wütend. Und nächste Hiobsbotschaft ist auch mega geil, dass mich die Tierärztin, die mich zum CT überwiesen hat, gerade anruft und sagt, dass mein Hund jetzt eine Hüftdysplasie hat. Und die vom CT meinten, hey, ist doch alles cool, alles entspannt. Und ich habe mich zumindest auf dieser Seite des Lebens ein bisschen eine Sicherheit gewogen, dass es meinem besten Freund halt einfach gut geht. Und jetzt muss ich mich mit so einer Scheiße noch auseinandersetzen. Und ich habe schon echt kaum noch Kraft, weil diese Welt da draußen einfach. Ich weiß gar nicht, ich bin richtig leer, ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll, aber ich musste das einfach loswerden, damit ihr auch wisst, was so im Hintergrund passiert und mit welchem Druck nicht nur ich, sondern viele andere da draußen auch klarkommen müssen. Und wie wir trotzdem irgendwie versuchen, euch natürlich zu unterhalten, zu entertainen, selbst abzulenken von dem, was da draußen jedem Einzelnen Angst macht. Ist halt einfach nicht so leicht, ne? Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich halt einfach nicht so stattfinden kann, wie ich es gerne würde. Okay. Tut mir leid, dass ich mit so schwerer Kost auf den Samstag um die Ecke komme. Ich habe so viel mehr Bock auf positive Vibes.
und geilen Scheiß und Kreativität und Freiheit und gute Laune und dumme Sprüche. Und ich werde auch dieses Mal den Kopf nicht in den Sand stecken. Und auch Bruno wird das irgendwie hinkriegen. Wir müssen jetzt halt ein paar Therapien anfangen, die halt auch unfassbar viel Geld kosten, was ich natürlich irgendwie nicht habe. Aber was ich versuche zu verdienen. Und ja. Ihr müsst euch das auch mal überlegen. Ich hab vor 3 Jahren eine richtige Keule gekriegt. Das haben einige von euch mit Sicherheit mitbekommen. Stand ja auch in der Presse, dass ich pleite bin und so. Ich war schon immer pleite. Und ich habe es geschafft, von 500.000 Euro Schulden mich mit allen Mitteln und Möglichkeiten runterzuschrauben auf jetzt irgendwie, ich glaube, ich stehe so bei 200.000 Euro Schulden. Also ich habe mit allem, was in meiner Macht stand, mit dem Kapital, auch in Form von Hafensänger und Co., habe ich es geschafft, irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und bei mir war das so, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass ich die Schulden ein Stück weit selber verursacht habe und dass ich dafür auch gerade stehen möchte. Und ich konnte bis heute die private Insolvenz abwenden, weil ich auch gute Berater habe, die mich aufgefangen haben. Das hatte ich jahrelang nicht zu meiner Peak-Time, wo ich echt richtig viel Kohle verdient habe und die halt leider Gottes falschen Menschen anvertraut habe oder halt auch selber völlig fahrlässig aus dem Fenster geworfen habe. Aber Fakt ist, dass ich halt mich immer transparent und nackt gemacht habe. Ich habe mit dem Staat, mit den Behörden kommuniziert, gemacht und getan. Ich habe nie getrickst, böswillig irgendwelche Fenster geworfen habe. Aber Fakt ist, dass ich halt mich immer transparent und nackt gemacht habe. Ich habe mit dem Staat, mit den Behörden kommuniziert, gemacht und getan. Ich habe nie getrickst, böswillig irgendwelche Dinge verschoben, um mir einen Vorteil zu verschaffen, sondern ich habe einfach gesagt, okay, alles klar, lass mich machen, lass mich tun. Ich stehe dafür gerade. Ich heb hier nicht die Hand. Das geht einfach gegen meinen Stolz. So, ich stehe halt dann mein Mann und mache all das, was mir möglich ist, um meiner Schuld nachzukommen. Und das trotz der Krankheit, trotz diesem ganzen Wahnsinn, trotz Corona, habe ich bis heute halt, wie gesagt, ich hab diese private Insolvenz bisher abwenden können. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich an einem Punkt angekommen bin, in der sie, weiß ich nicht, ich muss das mit meinem Berater besprechen, in der sie aber wahrscheinlich kaum vermeidbar ist, weil einem ja nach wie vor weiterhin Steine in den Weg gelegt werden. Warte, dafür muss ich nochmal neu ansetzen. Und parallel zu deinem Kampf, zu deiner Transparenz und zu deiner Ehrlichkeit gegenüber denen, die dir echt nichts Gutes wollen, gegenüber diesem Staat, der dich von oben bis unten ausnimmt und dir wirklich das letzte Scheißhemd noch raubt. Parallel dazu siehst du einfach, wie irgendwelche kriminellen Arschlöcher sich die Taschen voll machen und sich über die lustig machen und einfach auch ihre Firma umschreiben und dann ist da, nee, gehört mir nicht, gehört der und dies und ich habe gar nichts, bin völlig mittellos und dann fahren die trotzdem da irgendwie in einer dicken S-Klasse durch die Gegend und es läuft einfach so unfassbar viel falsch in diesem System und es kann halt einfach nicht sein, dass jemand, der irgendwie den legalen Weg immer schon gegangen ist, dass dem das Leben so scheiße schwer gemacht wird, das wollte ich noch sagen. Ja. Diese 4 Storys machen mich echt fertig, gerade wenn du so aus einem Fluss irgendwie kurz mal ein bisschen was erzählen willst. Also Leute, ich will echt kein Mitleid. Mir geht es immer noch besser als vielen Menschen da draußen in dieser Welt, aber
Fakt ist auch, dass hier einfach gehörig was schiefläuft. Und ich bin da ja nur ein klitzekleines Schicksal von vielen, die es in den letzten 2 Jahren getroffen hat. Und es kann halt einfach nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, uns auf die Politik verlassen zu können und auf einen Staat zu setzen, der wirklich die Prämisse hat, denen zu helfen, die es gut mit einem meinen. Und um so ein bisschen euch auch ein gutes Gefühl zu geben, weil das ist mir immer wichtig bei... Jetzt hör auf zu heulen, Digga. Bei dem, was ich mache, ist mir wichtig, dass ihr einfach... Ich will einfach, dass ihr ein gutes Leben habt und dass natürlich ich auch ein gutes Leben habe und wir uns einfach mit Dingen auseinandersetzen, die irgendwie geil sind. Und, Gottes Willen. Ey, das Leben ist schön und auch wenn man uns gelegentlich mal irgendwie den Finger ins Arschloch schiebt, dann müssen wir vielleicht schauen, ob wir daran Gefallen finden und ob uns das nicht motiviert, weiterzumachen und cool damit zu sein und uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Ja. Digga, Junge. Also ich küsse euch und ich mache weiter, ich gebe Gas, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie, der Rucksack ist halt hart schwer, Mann. Und ich habe sehr wenig Sport gemacht, um in meinem schwabbeligen Wanst und meiner unmuskulären Oberschenkelkeule. Ist halt gerade ein bisschen schwieriger, den zu tragen, aber... Das kriege ich schon hin. Und das kriegt ihr auch hin. Und ihr seht, ihr seid nicht alleine, wenn es euch mal richtig dreckig geht und ihr finanzielle Sorgen habt oder irgendwie... Und das triggert mich natürlich am meisten, die Geschichte mit Bruno, wobei ich dem noch einfach jetzt... noch nicht so richtig Glauben schenke und ich werde mir dann noch eine Zweitmeinung einholen. Aber egal, wie das Leben mit euch spielt, spielt mit, es lohnt sich, ich glaube daran. So, ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt und ich muss das schon fast mit Humor jetzt gerade nehmen. Ne? So, wenn ich mir dieses Szenario gerade nochmal vor Augen halte, ich komme da irgendwie so auf Tiefen entspannt, weil ich Samstage eigentlich ganz doll fühle und halt Bock habe jetzt, ich wollte streamen so und irgendwie Bundesliga gucken, mit Bruno ein bisschen kuscheln. Und du kommst so nach Hause und denkst dir so, okay, ey, heute mal irgendwie so die Woche hinter sich lassen, einfach mal ein bisschen Bella Figura. Und dann gehst du auf den Samstag, was Amateurfehler Nummer 1 ist, an den Briefkasten. Und dann mache ich diesen Brief auf, lese die Hiobsbotschaft, hab gar keine Zeit zu reagieren, weil in dem Moment mein Handy klingelt und mir der Tierarzt irgendwie was ganz anderes sagt als die CT-Experten. So, als ob da oben einer in der Kommandozentrale sitzt und sich denkt, Moment mal, der ist mir gerade ein bisschen zu gut drauf, da habe ich doch spontane Idee. Und klar hätte ich das jetzt alles erstmal sacken lassen können und dann vielleicht so ein bisschen reflektierter davon erzählen können, aber das will ich nicht so. Ich will euch einfach zeigen, wie echt das hier alles ist, was ich mache. Und vor allem will ich euch auch Mut geben und zeigen, dass ihr mit solchen Situationen, in denen ihr das Gefühl habt, es erschlägt euch alles, nicht alleine seid. Ich muss aber auch sagen, um nochmal, also der größte Triggerpunkt ist natürlich nicht Geld. Geld macht einem Angst und Sorgen und raubt einem irgendwie den Schlaf. Aber was einen wirklich traurig macht und wirklich in der Seele verletzt, ist es natürlich... wenn es Bruno schlecht geht. Und ich werde mir da definitiv eine Zweitmeinung einholen, weil es kann nicht sein, dass die CT-Experten, die sich übrigens auch noch mit einer Kollegin unterhalten hat, die nichts anderes macht und die nicht in der Praxis saß, sondern sie hat ihr die Aufnahmen geschickt via E-Mail und meinte halt so, da hat sie nochmal eine absolute Top-Expertin, was so CT-Bilder angeht und alles. Und selbst die hat es dann einen Tag später abgesegnet. Daraufhin hat sie mich nochmal angerufen und meinte, ja, also unsere erste Diagnose hat sich bestätigt. Ich habe da meine Kollegin nochmal
nochmal drauf schauen lassen und da ist wirklich alles in Ordnung. Also da sieht man nichts von der Hüftdysplasie oder sonst was. Und dann kriege ich einen Anruf von der überweisenden Tierärztin, bei der ich übrigens auch das allererste Mal war. Und die sagt mir was völlig anderes. Also irgendwie passt das vorne hinten nicht zusammen und dementsprechend bleibe ich da jetzt einfach mal optimistisch, dass es dem Dicken halt gut geht und dass das halt nicht irgendwie eine Dysplasie ist oder sonst irgendein Scheiß. Also. Aber ja, egal was von beiden Dingen und noch von vielen anderen Dingen, die so bei mir stattfinden und bei euch ja sicherlich auch, aber manche Sachen brauchst du halt wie, weiß nicht, wie ein Pickel am Hodensack. Gut, es hat jetzt, also gut, hat jetzt nicht jeder einen Hodensack, aber allgemein Pickel an Stellen, die halt für andere Dinge gut sind als für Pickel. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ich gebe auf.